Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis Cards 12. Ich begrüße euch zu einem Shopping-Video. Ja, diesmal habe ich ein paar Filme, ein paar Spiele, die ich euch gleich vorstellen möchte. So, als erstes kommt zum Vorschein ein Doppelpack, besser gesagt Tim und Struppi. Einmal in Das Geheimnis um das goldene Vlies und Tim und Struppi in Die blauen Orangen. Warum die Orangen blau sind, wer weiß. Ja, das sind die Realverfilmungen, die Klassiker zu der Zeichentrickserie. Bekannte Gesichter natürlich, der Captain ist mit dabei und diese Filme sind halt auf Blu-ray erschienen und die musste ich mir holen. Allein schon hier die Silhouette, ja. Ich glaube, der Film spielt in Istanbul. Das finde ich auf jeden Fall richtig nice. Ja, Tim und Struppi. So, weiter geht's, Freunde. Mit einem weiteren Doppelpack. Von Tim zu Kevin. Kevin allein zu Haus. Teil 1 und Teil 2. Auch hier hat das Türkische irgendwie bei meiner Kaufentscheidung mitgeholfen, denn der zweite Teil ist auf Türkisch, Freunde. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich nice von euch, 20th Century Fox. Obwohl ich die DVD schon habe, habe ich dadurch halt nochmal zur Blu-ray gegriffen. Die beiden Kevin-Teile in High Definition. Mal schauen, wie der Kleine sich in HD so macht und die Gangster verjagt. So, weiter geht's, Freunde. Mit, ja, kann man auch als Doppelpack bezeichnen, obwohl das nur ein Film ist. Und zwar Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ein DC Animated Movie mit unserem dunklen Ritter gegen die grünen, pizzafressenden Kröten aus New York. Ja. Gotham vs. New York. ja, da sehen wir, sogar Batgirl ist mit von der Partie und die Ninja Turtles, ja, zwei Helden aus meiner Kindheit, ja, und ich mag sie immer noch sehr. Mal schauen, wie dieser animierte Film so ist. Übrigens haben die beiden nur 15 gekostet, also wenn man zwei Blu-rays davon aussucht, muss man nur 15 Tacken bezahlen. So, weiter geht's, Freunde, mit den Spielen. Da habe ich als erstes This is the Police Teil 2 für die PlayStation 4. Kommt von THQ Nordic. Der erste Teil war etwas anders, aber der zweite Teil ist so, ja, wie so ein Adventure, ja, in so einer coolen Grafik, würde ich sagen. Wie ihr seht, verfolgen, verhören, verhaften. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Es ist eine Mischung aus, also der erste Teil war ja auch so von oben Ansicht. Ich denke auch, dieses Spiel ist hauptsächlich so, aber auch, dass man so, vielleicht sind das auch Zwischensequenzen, keine Ahnung, werde ich dann im Spiel sehen. Das ist aber nicht so cool gemacht. Hier ist wie so ein, seht ihr, was soll das hier sein? Und das verdeckt hier das Bild irgendwie. Komisch. Komische Covergestaltung THQ, was ihr da macht. Police. This is the Police, Teil 2 für PS4. Jetzt kommen wir zu einem weiteren grafisch komischen Spiel. Aber Retro-Fans unter euch in meiner Generation, die werden Dino Kickoff kennen, also das Kickoff-Spiele von damals auf dem Commodore oder Amiga. War es ja irgendwie total angesagt, diese Fußballspiele zu zocken. Jetzt hat es sich für die PS4 dieses Label hier, dieses Spiel rausgebracht. Ihr seht von der Grafik her, sieht man, das ist so klassisches
Gezocke, ja, von oben. Und das hat so eine komische Physik gehabt schon damals. Mal schauen, wie das auf der PS4 gehandelt haben. Dinos Kickoff Revival. Ja. Und wer das ist, sieht man jetzt nicht. Es ist die Nummer 3. Ja. Und weiter geht's, Freunde. Mit einem 360-Spiel. Star Wars, das Erwachen der Macht. Für die Xbox 360. Das Game habe ich, ich meine, für die One habe ich schon, aber dachte mir bei dem Preis für 360 ein schlechter Specht. Denn direkt daneben war das gleiche Spiel für 9,99 €. Sind wohl zwei verschiedene Artikel gewesen, obwohl das gleiche Spiel, aber egal. Da bei dem Preis musste ich einfach zugreifen. Lego-Spiele mit diversen Themen, und das hier ist die Erwachung, das Erwachen der Macht. Genau. So, das ist für 360. Und dann kommen wir zu Blob. Der rote Blob, der rote Klecks, kommt im zweiten Teil für die Switch daher. Ich finde das ziemlich nice, dass man diese Spiele auch für die Switch nochmal rausbringt. Dann können auch Nintendo-Zocker diese Spiele nachzocken. Und ich meine, für Wii gab es schon Blob-Spiele. Hier muss man ja die Welt in Farbe, die erst schwarz-weiß ist und grau und trist, in kunterbunte, quietschbunte Farben einhüllen in Blob 2. So, das war das Shopping-Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Daumen oder Kommentar. Würde mich freuen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.